Hallo und herzlich willkommen zu den Sport 1 News. In der Welt des Sports hat sich heute mächtig was ereignet. Und das Wichtigste haben wir für Sie zusammengefasst im Newsflash. Jobgarantie für Slomka. Hannovers Trainer Mirko Slomka muss sich vorerst keine Sorgen um seinen Job machen. Nach der 1:3-Pleite der 96er beim Hamburger SV stärkten Manager Dirk Dufner und Präsident Martin Kind dem Trainer demonstrativ den Rücken. Es sei klar, dass es nun Unruhe gäbe, erklärte Dufner. Slomka werde im kommenden Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt aber definitiv auf der Bank sitzen. Hannover konnte aus den letzten 7 Spielen lediglich 2 Punkte holen und rutschte von Platz 4 auf 13 ab. Bayern suchen Maulwurf. Trotz des 3:0-Sieges bei Borussia Dortmund herrscht beim FC Bayern Unruhe. Die Startelf des Rekordmeisters wurde zuletzt immer vorab in der Bild-Zeitung veröffentlicht. Trainer Pep Guardiola soll deshalb vor der ganzen Mannschaft gedroht haben, er werde den Maulwurf rausschmeißen, würde er ihn erwischen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge erklärte gegenüber Sky, er rate dem Betreffenden dringend, seinen Spielbetrieb einzustellen, sonst kriege er richtig großen Ärger. Wiese zeigt Selbstvertrauen. Der bei 1899 Hoffenheim aussortierte Torhüter Tim Wiese gibt sich trotz seiner aussichtslosen Situation weiter selbstbewusst. Er sei immer noch einer der besten Torhüter der Bundesliga, sagte Wiese dem Kicker. Um wieder der Alte zu werden, würde der Torhüter höchstens 2 bis 3 Spiele benötigen. Ein Wechsel kommt für den ehemaligen Nationaltorwart aber weiterhin nicht in Frage. Er habe in Hoffenheim für 4 Jahre unterschrieben, so Wiese trocken. Über unsere App für Ihr Smartphone oder Ihr iPad, da können Sie natürlich auch aktuelle Nachrichten aus der Welt des Sports verfolgen und natürlich auch Videos anklicken. Wir machen jetzt aber erst einmal weiter, genau mit diesem Thema. 2 Tennis-Weltstars in eisigen Gefilden. Novak Djokovic und Rafael Nadal machen aber nicht etwa frostigen Winterurlaub. Stattdessen zeigt dieser YouTube-Clip ein Showmatch bei Minusgraden vor dem Andengletscher Perito Moreno. Grund für diese eiskalte Einlage, die beiden Weltranglistenführenden sollen den Tourismus im Süden Argentiniens ankurbeln. Das war's für den Moment von den Sport 1 News. Ich freue mich, wenn Sie bald wieder mit dabei sind. Auf Wiedersehen. Tschüss.